Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren und neuen Angezockt-Testvideo von mir. Heute schauen wir uns 3-on-3 Freestyle an. Das Ganze ist ein Free-to-Play-Titel, ja, und zwar so ein bisschen, ja, so ein Basketball-Street-Spiel quasi. Ob das Ganze was taugt oder nicht, das schauen wir uns in diesem Angezockt-Testvideo jetzt an. Das heißt also für alle die nicht einfach ihre Festplatte zumüllen wollen, die können sich jetzt einfach dieses Video anschauen und können dann einfach überlegen, lade ich es mir runter oder lade ich es mir nicht. Ich habe das Ganze, ich wollte es eigentlich wie immer blind zocken, wisst ihr ja. Ich habe das Ganze aber schon, ehrlich gesagt, 3 Minuten gespielt. Danach ist mein Stream abgekackt. Deswegen, ja, habe ich halt schon 3 Minuten gesehen, wie das Ganze läuft, ungefähr. Mir gefällt der Grafikstil. Ich finde ihn ganz nett, ganz hübsch. Ja, und wie die Steuerung allgemein ist und das Ganze drumherum, das schauen wir uns natürlich jetzt an. Und allgemein bin ich ja Fan von sowas. Ich habe ja sowas sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte so Street Fun Basketball Fußballspiel, das war bei mir zu PlayStation 2 Zeiten. Ihr wisst ja noch, wo hier noch FIFA Street und sowas da war. Ach, die guten alten Zeiten, ne? Da kommt die Nostalgie nach oben. Warum werden solche Spiele eigentlich viel zu selten produziert? Warum eigentlich? Ich meine, ich glaube, gerade so ein FIFA Street hat sich doch damals echt wie geschnitten Brot eigentlich verkauft, ne? Meiner Meinung nach, ich bin mir jetzt nicht sicher. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen. Du musst schon treffen, mein Freund, du musst schon treffen. Wir haben auf jeden Fall erstmal das Menü. Und er trifft ewig nicht. Na gut, dann starten wir jetzt einfach mal. Connecting to a Server. Also, Ganze ist natürlich auch Online-Spiel, könnt ihr aber auch im Splitscreen, beziehungsweise Splitscreen, ihr könnt halt bis zu 2, 3 Freunden quasi bei euch an eure Heimkonsole zocken, ja, das ist natürlich gut. Wird ja sich immer wieder beschwert, dass es heutzutage viel zu wenig Spiele gibt, wo man mit den eigenen Freunden vor der eigenen Konsole zocken kann, dass das meiste nur noch online ist. Wobei, ich finde diesen Ausruf danach. Ich finde, wenn man ins Store geht, es gibt doch schon viele Splitscreen-Spiele. Das ist Vogelmann und mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Da hat man mal wirklich explizit nachgeschaut und es gibt schon viele Spiele. Okay, vielleicht keine hoch. Boah, ja, bleib mal ganz unruhig, Baby. Bleib ganz unruhig. Also von daher, mal gucken. So, wer bist du denn? Hallöchen. Ist das so gewollt, dass deine Brüste mich so anlachen? Ich bin mir nicht sicher. So, wir haben auf jeden Fall die Charakter, die wir uns aussuchen können. Ob die jetzt unterschiedliche Fähigkeiten haben, I don't know. Kim. Hallo, Kim. So, und hier haben wir auf jeden Fall erstmal, ja, so eine Art Menü. Warum blinkt denn das immer auf? Ach so. Ah, man sollte vielleicht nicht unbedingt. Okay, wir können die Kamera ändern auf nah und fern. Das finde ich ganz gut. Nein, nicht den Charakter. Mach mal ein bisschen fern. Und dann schauen wir jetzt erstmal, wie so ein bisschen die Steuerung ist. Also mit RB kann ich hier auf jeden Fall, aha, aus der Deckung raus und so einen kleinen Sprint quasi machen. Okay. Wofür ist der Knopf hier? Mache ich da was? Mit dem mache ich auch nichts. Mit Y? Auch nichts. Mit B? Ah, da mache ich nur diesen kleinen Sprint. Okay. Mit A? Auch nichts. Und mit X? Okay, da machen wir den Wurf. Oh, der sogar drin im A. Nicht schlecht. Aber was mir gerade auffällt, beim Wurf. Ich kann zwar mit X den andrücken, aber ich habe keine Anzeige, wann ich loslassen muss. Also ich weiß nicht, ob es einen perfekten Wurf gibt oder nicht. Ich probiere mal hier. Oh, der war auch sauber. Also entweder habe ich jetzt gleich von Anfang an den perfekten Wurf raus. Ich versuche mal länger drauf zu bleiben. Nee, okay. Also es ist, glaube ich, immer derselbe Wurf. Also es gibt keine Anzeige. Und dann wahrscheinlich nach Zufallprinzip, ob der mal reingeht oder nicht. Aber bei der Kim läuft hier gerade richtig gut. Ich versuche mal aus diesem Winkel. Okay, da geht er echt ein bisschen daneben. So, da können wir ein bisschen sprinten. Was hat die Kleine noch? Oh, was habe ich da? Was war das für eine Einblendung? Da. Aha, wenn der Ball angespielt wird, X loslassen. Halte L. Weg vom Korb. Okay, bevor du den Pass annimmst. Also das sind Fähigkeiten, ne? Also sind das doch Fähigkeiten? Haben die Charakter doch irgendwie Fähigkeiten? Ich will mal von hier hinten werfen. Okay. Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall der Startbildschirm.
Und dann haben wir ja erstmal noch die allgemeinen anderen Sachen, klar, wieder die Option. Da war ich vorhin schon quasi drinne gewesen, ohne euch. Jetzt gehen wir uns mal ins Management reinschauen, das würde mich mal interessieren. Hier haben wir die Charakter, die wir bis dato haben und die wir natürlich auch freispielen können. Ich klicke jetzt einfach mal einen an. Ach, anheuern. Ach, guck mal, für 2000. Ach, und da sieht man, aha, 1 von 5. Okay, da sieht man schon die Fähigkeiten, Attribute. Also das Ganze ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer, als ich hier eigentlich gedacht habe. Okay. Haben wir denn hier schon noch irgendwie so einen coolen? Ich würde gern einen Toni haben. Naja, du bist jetzt nicht unbedingt ein Toni, aber bist mehr ein Toni als die anderen. Lee. Dr. Weitwurf. Aha. Dieser Rebound-Spieler hat keine Angst, manchmal die Verteidigung zu verlassen und aus mittlerer Distanz zu punkten. Naja, komm. Nehmen wir ihn hier mal, oder? Komm, den klicken wir mal an. Den können wir anheuern. Ich habe ja 2020. Dann hauen wir den mal rein. Ach, 20.000. Nee. Nicht genügend Coins. Ach, 20.000. Ich habe 2.000 gelesen. Ich bin aber auch ein kleiner Volldepp. Aber ja. Guck mal hier, hier können wir auf jeden Fall auch kaufen. Natürlich, Freunde, es ist ja ein Free-to-Play-Titel. Da gehört sowas natürlich auch dazu. Wir gucken uns mal noch die anderen Sachen an. Sowas wie, ah gut, Angebote ist vielleicht nicht, aber hier bei Jerseys könnte man reingehen. Und da haben wir Schuhe, dann haben wir Trikots. Also, ihr seht schon, da gibt es schon, ich sag mal so, wen das Spiel dann Spaß macht, wen das Gameplay technisch dann überzeugt, ja, der kann hier auf jeden Fall sich auch ein bisschen individualisieren mit seinem Charakter oder seinem Lieblingscharakter. Finde deinen Freund, Tanz, ja, ich glaube, Tänze dürfen seit Fortnite und Co. Darf sowas echt nicht mehr fehlen, oder? Gehen wir nicht auf die Nerven. Boah, ja, einfach so wegschubsen, ja? Und ja, natürlich, der Dab. Selbstverständlich. Also, der Dab muss jetzt, glaube ich, in jedes jugendliche Spiel rein, was es auch nur so gibt. Na gut, Hammer, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal das los, worauf ihr jetzt wahrscheinlich Bock habt. Und zwar starten wir hier, komm, Rico Rally. Warte mal, 1 vs. 1 war das gerade, oder? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ich glaube schon. Nehmen wir mal die Kim? Ja, komm, wir nehmen die Kim, oder? Sieht doch ganz nett aus, die süße kleine Maus hier, Mensch. Komm mal her. Oh, 1 vs. 1, na, ob das gut geht? Ob das gut geht? Das war 1 vs. 1, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt Ready gedrückt und jetzt. Aber da tut sich ja nichts. Warte mal. Match mit anderen Spielern. 1 vs. 1. So. Jetzt nochmal drauf drücken. Also ihr seht, für mich ist das auch neu, Freunde. Warum geht der denn schon wieder raus? Ich will doch mal das Outfit ändern. Ah, nee, da lassen wir hier ein bisschen mehr Brüste, können wir schon zeigen. Also, wenn schon, denn schon. So. Ready? Aber seht ihr irgendwo ein Ladebildschirm oder irgendwas? Also, ich nicht. Ach, Login-Event. Okay, hier oben haben wir dann die ganzen Sachen. Da oben sind noch Nachrichten, haben wir da schon was? Xbox Exclusive Free Reward. Ach, gucke da. Gibt sogar direkt ein Trikot. Schön, in grün. Wunderbar. Und es gibt sogar was zu trinken. Ja, nehmen wir auch noch mit. Oder was? Sehr schön. Und Social haben wir hier auch. Aha. Sehen wir dann die Freundesliste quasi, die das zocken. Aber hier tut sich nichts. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob hier noch irgendwo ein Knopf ist, den ich drücken sollte. Aber hier im 1 vs. 1 tut sich irgendwie nichts. Dann machen wir mal das 3 vs. 3. Klicken hier mal an. Ja, hier läuft was. Okay, also wahrscheinlich noch Problemchen oder ich stelle mich blöd an, kann sein, kann auch nicht sein. Auf jeden Fall haben wir relativ schnell jemanden gefunden. Nö, ich will Kim nehmen, nimm du mal jemand anderen. Die GamePro, GamePro 1987, gute Wahl, ja, ja. kann ich das machen? Ja, okay. Ist das jetzt wirklich die GamePro? Wirklich die GamePro? Wer von der GamePro, mein Freund? Ich kenne eigentlich alle. Ich kenne sie alle. Also nicht nur von der Zeitschrift, also die meisten auch privat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schade, jetzt sind wir raus.
Also gab es da wohl einen kleinen Abbruch. Ist ja ärgerlich. Kein Treffer. Erweiterte Suchkriterien, okay? Immer mach mal. Wir wollen doch einfach nur eine Runde zocken jetzt hier. Wir wollen doch gucken, ob das Gameplay hier was taugt oder nicht taugt. Ja, toll, jetzt ist Game Pro weg. Schade. So, wir lassen mal die Kim. Und dann wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich auch gespannt, ob wir die Kamera auch jetzt im Match selber ändern können, so wie wir das gerade in diesem Bildschirm konnten, ne? Ansonsten ist es natürlich immer schwierig. Ich finde es immer schwierig, wenn die Mannschaften immer dieselben Charakter haben, da den Überblick zu behalten. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie chaotisch das Ganze jetzt wird. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal so zwei, drei Würfchen gemacht. Aber danach war, wie gesagt, die Aufnahme, der Stream halt im Arsch. Deswegen hoffen wir mal, dass das jetzt hier alles reibungslos funktioniert. Und ihr da draußen auf jeden Fall einen kleinen Einblick bekommt. Und natürlich könnt ihr wie immer gerne in den unter den angezockt Videos reinschreiben, was ihr davon haltet. So, da bin ich. Okay, ich kann wirklich rangehen. Nice. Wer hat denn jetzt den Ball? Es geht jetzt schon los mit der Übersicht. Ah, okay, super. Hier, komm, ich bin drüben. Ja, ja, ja. Komm. Racking up those assists. Dish delivery. Y'all need a clutch play. Ah, nein. Ja, er hat noch. Sehr schön, da haben wir den ersten Korb reingemacht. Okay, nice. Das lief besser als erwartet. Aber das kommt auch hier wieder auf die Mitspieler drauf an, ob sie passen oder nicht passen. Erstmal, ich bin erstmal Richtung Korb. Also falls ihr mich sucht, ich bin hier vorne am Korb. Solid pass right there. Was ist das denn? Ach, da. Oh, schade, ich bin zwar hochgesprungen, aber er hat einen schönen Korb gemacht, da kannst du echt nichts sagen. So, komm. Schön, sauber reingemacht. Ein Träumchen. Oh, das ist gar nicht so chaotisch, wie ich dachte. Aber ich finde es noch schwierig, den Ball wieder abzuluxen. I'm open. I'm totally open. Oh, here comes the jump shot. Ach, viel zu spät gesprungen, Sonnechi. Viel zu spät. You're ready for this. So. Warten, bis die rote Linie jetzt weg ist. Und dann können wir auch rüberlaufen. Schade, jetzt haben die den Ball. Jetzt müssen die erst wieder hinter der roten Linie. Vorher dürfen die keinen Korb machen. Nee, die können doch nicht werfen. Das checken die aber auch noch nicht, die Gegner. So, jetzt haben wir den Ball. So, komm, mach zu mir. Mach zu mir. Komm. Hier rüber, los! Oh, solid pass right there. Ah, jetzt haben die wieder den Ball. Die checken das nicht, dass sie in die Linie müssen, wa? Doch, jetzt haben sie. Och, komm, aus der Entfernung, deine Mutter, Alter. Das kann nicht wahr sein. So, komm. I'm open. Beating that D. Ah, jetzt fängt es schon an, dass die Leute wieder nicht passen. Aber er war zum Glück drin, ne? Aber wie gesagt, das sind auch normalerweise Spiele, sowas sollte man dann lieber mit seinen eigenen Leuten schön mit Absprache auf. Spring hoch. Komm, ich stell mich drunter. Ah, die haben immer noch den Ball. Aber wieso kann ich den nicht wegschlagen? Okay, ich glaube, ich hab ihn, oder? Ja. So, komm. Einmal hinter die Linie. Los, komm. Fast. Scheiße. Ach, komm, Alter. Wenn du jetzt wieder so einen Punktewurf machst. Okay. 6-7. Nächste Halbzeit. Jetzt wird es nochmal interessant. Ja, nehmt jetzt bitte nicht alle Kim. Freunde. Bloß nicht alle Kim nehmen. Dann ist die Übersicht gleich hier voll im Arsch. So, das können wir noch hinkriegen. Ihr müsst einfach nur mehr passen. Das war nicht gut. Ja, das ist richtig, Cindy. Cindy, das ist richtig. Da muss mehr Teamplay rein hier in die ganze Sache. Und dass die so einen Punktewurf machen, ist natürlich assi. Aber ihr seht schon, ich finde es ganz schwierig, den Ball abzuluxen. Ja, er macht dann einen super Wurf. Schön. Oh, noch können wir nicht. Jetzt.
Na, warum? Okay, jetzt habe ich ihn. Oh! Voll weggeschlagen. Komm. From downtown. Nice. Oh, super Wurf. Aber fucking 5 Punkte Wurf, ne? Y'all ready for this? Yo, keep it smooth. Over here. Oh, here. Oh, from down. Scheiße. Ah, daneben, sehr schön. Aber die sind noch bereit. Springt ran. I'm totally open. Wo ist der Ball? Ach, da. Jawohl. Okay, schnell hinter die Linie. Pass. Oh, schade. Sicherer Korb wäre jetzt besser gewesen, um in Führung zu gehen. Nein, ich komm nicht ran. Schlag den Ball weg. Da. Meine Patscherhändchen zu klein. Komm. Pass doch. Bitte. Mach es. Hier. Ach. Okay, er hat ihn zum Glück reingemacht, aber trotzdem. So richtig Teamplay-mäßig ist dieser eine Typ hier auf jeden Fall nicht. Die sind die Spiel, das geht ja noch, aber. Der eine Große hier, der ist irgendwie nicht so der Burner. Und hopp. Okay, ich hab den Ball. Komm. Jawohl, sehr schön. Reingemacht. Und ich hab sogar mit Passspiel gemacht. Warum hat er da nochmal gepasst, der Idiot? Der hätte doch direkt einfach aufgepasst. Almost out of time. Na, machen sie noch einen Wurf? Oh! Nein! Okay, aber wir haben 13 Punkte. Wir liegen noch im Führung. Komm rein! Jawohl, sauber! Also wenn man sich dran gewöhnt an dieses Rumgewusel. So, das sind wir Ball. Und ich glaube, das war's. 15-11. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nee, also wenn man sich wirklich dran gewöhnt an dieses Rumgewuse, dann ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich weiß nur nicht, ob mir das die Knopfvariante, also die Knopfvariante klingt jetzt bescheuert, die Vielfalt der Angriffe und so, ob mir das ausreicht. Aber ich weiß halt auch nicht, was wir hier im Laufe des Spiels freischalten für Fähigkeiten. Ob da halt noch mehr kommt oder nicht kommt. Ne, denn gefühlt hat man jetzt hier, ja, 2 Knöpfchen. Wir können ja mal gucken, ob wir hier nochmal so ein richtiges Tutorial haben, wo man vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Einblicke quasi in die Vielfalt bekommt. Auch was das Blocken betrifft, beziehungsweise das Abnehmen des Balls beim Gegner, bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Denn dieses Schlagen in die Leere, ich habe ja mal ein paar Mal dagegen geschlagen bei den einen, aber den Ball deswegen wegbekommen habe ich auch nicht. Also da müsste man mal schauen. Gibt es hier sowas wie ein Training? Ich würde jetzt schon glauben, dass das hier ist. Skill, Character, Menü, Hilfe, Unterhilfe vielleicht? Ach, guck mal hier. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Also, wir haben da Sprinten und Rebound. L und RT drücken. So, das ist der Rebound mit X. Genau, das haben wir auch soweit verstanden. Weiter. So, bewegen und Sprint. Ja, Halt und RT gedrückt. Das ist ja logisch, ne? Was ist denn Face-Up? Wie kann ich denn das bestimmen, dass ich... ach, da haben wir jetzt Face-Up. Sehr schön. In der Verteidigung. Und denn? In der Verteidigung X. Ja, im richtigen Moment. Ja, halt das Springen. Richtig, ja. Das wissen wir, ja. Weiter. Steal. Das wird dann richtig mit A dieses Wegschlagen sein. Aber das hat ja bei mir nicht so ganz so funktioniert. Steuerung in Angriff. So, Post-Up-Screen. Zeig mal her. Also mit Y? Was?
Auffordern. Ach so, auffordern, okay. Durchziehen. Mit B und L, okay. Und Finte und Wurf. Okay, und das war's auch schon. Seht ihr das? Also, genau, das ist die Finte. Ja, mach mal hier weg. Ich will die Kamera ein bisschen weiter weg haben. So, kann ich denn aus der... Nee. Also, so viel Möglichkeiten gibt es der Tatsache nicht. Da ist natürlich die Frage, bleibt man da wirklich am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ist das ein zu wenig, meiner Meinung nach. Aber wir können mal schauen. Wir können mal gucken, ob wir der 1 vs 1 Modus, ob der jetzt hier funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ihr seht ja, der will dort nicht in den Ladebereich reingehen. Also wahrscheinlich hier noch Problemchen. Wie gesagt, Spiel erst seit gestern Abend draußen. Können wir mal verzeihen. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall nochmal so eine normale Runde. Und gucken wir uns das Ganze an. Und wie gesagt, wenn ihr das da draußen schon gespielt habt, dann bitte schreibt es einfach in die Kommentare. Wo gerade diese Angezockt-Test-Videos, die schauen sich doch so einige Leute an. Und dann könnt ihr auch anhand nicht nur meiner Meinung, sondern auch an eurer Meinung auch natürlich am besten erkennen, ob das hier was taugt oder nicht taugt. Ne? Klar hat jeder andere Vorlieben. Ja. Und grundprinzipiell, schlecht ist es nicht. Schlecht ist es um Gottes Willen nicht, ne? Und ich glaube, gerade wenn man so ein Fan von solchen Sachen ist, ist das echt nicht verkehrt. So, warte mal, wir werden jetzt mal nicht die Kim nehmen wollen. Komm, jetzt nehmen wir mal hier Big Dog. Machen wir mal so. Aber ich bin der Meinung, glaube ich, mir ist die Vielfalt ein bisschen zu wenig. Schon alleine dadurch, dass ich keine Anzeige habe bei den X-Wurf, um einen perfekten Wurf zu machen, nur nach Zufallsprinzip, ist mir nichts. Ne? Weil, wie gesagt, vorhin hat der eine einen 5er-Wurf gemacht, wenn... Ist ja jetzt blöd, wenn du jetzt, sag mal, im Verhältnis 1 zu 10 einen 5er-Wurf machst. Und dann halt die restlichen 9 mal eben nicht, ne? Und dann hat das eine gegnerische Team voll das Glück, mit einem Wurf das zu machen. Und du schaffst es aber nicht. Oh, ich darf ranspringen, das ist cool. Dann machen wir uns den Ball krallen, aber was, wa? Go! So. Scheiße. Er ist auf jeden Fall schwerfälliger. Aber seht ihr, ich schlage, aber da passiert halt auch nichts, ne? Da passiert halt auch nichts. Das fühlt sich echt schwerfällig an. Na, sie wirft auch direkt, aber macht einen Mesen rein. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt habe ich den Ball ab hinter die Linie. Und pass. Pass, 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 pass. Komm schon. Mach nicht so ein Solo-Ding. Okay, macht ein Wesen rein. Boah, schwerfällig. Ja, siehst du das? Ich schlage und schlage und schlage. Aber das ist jetzt kein so. Ich habe mir wieder geholt. So, hier pass. Komm her. Komm schon, pass. Ach, immer diese Solo-Nummern. Ja, wie gesagt, hier ist Teamplay eigentlich alles. Sonst wird das nämlich nur zu chaotisch. Oh, ich hab ihn, sehr schön. Ich hab mal weggeschlagen. Komm jetzt hier rüber. Komm, komm. Ach, Mano wirft doch nicht immer von da hinten. Wild. Naja, zum Glück haben wir den noch reingemacht. So, hatten wir gestohlen. Komm hier rüber. Der muss hinter die Linie. So, hier. Schon. Und sie wirft wieder von da hinten. Aber zum Glück wieder rein. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der hier irgendwie einigermaßen versucht, hier einen Teamblade rauszuzaubern aus der ganzen Aktion. So, ich habe mir wieder geholt. Sehr schön. So, jetzt will ich auch mal hier ein bisschen Solo machen. Ah, naja, den können wir auch nochmal holen. So, pass. Komm, 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 komm. Zeit läuft. Zeit läuft. Los. Y'all ready? Yo, kick it a smooth. I'm totally open. Yo, give it here. Yo, give it here. I'm totally open. Yo, give it here. Yo, kick it a smooth. Nice pass. Nice pass.
Ich stell mich mal wieder unterm Korb. Oh, that's smooth. Wow, ich komme hier gerade. Jetzt habe ich. Aber der ist mir so echt zu wuchtig, der Charakter. So, komm rein damit. Sehr schön. So muss das laufen. Oh, wir sind jetzt aber auch gerade vernichtend gut hier. Ah, sorry. Also schön, ich muss mal bei den Chatfenstern schnell sehen, wo hier das Teamplay ist. Oh nein, da wollte ich ran. Weil damit man da mal markieren kann, dass man da mal ein bisschen mehr Team macht. Sehr schön, sehr schön. Sauber noch reingesetzt. Also wie gesagt, es ist nicht verkehrt. Also ihr seht es ja auch, ne? Schon alleine, wenn ich immer ein bisschen leiser werde, dann merkt man ja, dass ich auf jeden Fall mich versuche zu konzentrieren. Aber es fehlt noch irgendwas. Irgendwas fehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht in den anderen Modi dann vielleicht besser rüberkommt. Oder was dann noch kommt. Also ihr müllt euch auf jeden Fall nicht die Festplatte damit zum Gottesbild. Also ich glaube, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Nimm den Ball! Ich kam nicht rangesprungen, ne? Mach doch nicht immer alles solo, Mensch. Oh. Ja. Da komme ich nicht rangesprungen. Die wirft wieder, wollen wir wetten? Ja, klar wirft sie wieder. Ey, ich liebe die Leute. Wie kann man denn nur permanent Solo-Gameplay machen? Kann er mir das mal sagen? Seid ihr da draußen auch so? Das ist doch ein Teamplay-Spiel. Ah, shit. Mal wieder dahin rennen. Ah, erwischt. Jawohl. Nee, zu ihr mache ich nicht. Die macht hier mal alles alleine. Ach, verdammt, das hat doch zu ihr gepasst. Komm hier rüber. Ja, das hast du nun davon. Das hat wieder das gegnerische Team. Ah. Ja, dieses Patsche-Händchen, ey. Nee, kommst du nicht ran. Also das ist echt ein bisschen fummelig gemacht, muss ich wirklich dazu sagen. Also das geht, denke ich, mal besser. So. Ah, Mäuschen. Hätte sie reinmachen müssen. Aber man kann sie halt nicht beeinflussen, ob sie reinmacht, ne? Wie gesagt, du hast eigentlich nur eine X-Taste ohne Anzeige. Ja, und die machen natürlich jetzt den Wurf rein. Ey, wenn die jetzt aufholen, nur wegen der Alten, weil die jetzt halt Solo-Gameplay machen. Aber dann, Mäuschen, dann zipft sie heute noch richtig her. Ja, wie sie wieder wirft. Man stellt sich da nicht umsonst frei. So, das wollte ich auch mal. So läuft das. Boah, hat nochmal gepasst. So, den habe ich. Hier, Mäuschen. Ach, scheiße, ich wollte die andere machen. Nicht die. I'm open. Sehr schön. Steh jetzt einfach mal unten drunter und warte einfach mal. Ich hab ihn. Ist vorbei die Runde, oder? Ja, ist vorbei. Gewonnen. Ja. Today's MVP is. Also, wie sagt man sieht, ne? Also. Oh, ich bin besser, oder was? Ich habe zumindest die Krone bekommen. Also scheint ich ja der Beste geworden zu sein. Ne? Auch wenn ich die wenigen Punkte, aber naja gut, es geht ja hier um mehrere Sachen. Das sieht man es ja. Ja, okay, super. Also ich find's nicht verkehrt. Aber mir fehlt ein bisschen die Vielfalt da drin, ne? Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen. Ich werde das Ganze hier noch ein bisschen beobachten. Ich finde schön, dass es hier Erfolge drinnen gibt für einen Free-to-Play-Titel. Ist es halt auch nicht immer so eine Sache. Ne? Und ich werde mal gucken. Vielleicht bleibe ich sogar hier am Ball.
gucke mir das noch ein paar Dinge an und wenn mir irgendetwas auffällt, wo ich sage, okay, das verändert jetzt nochmal so ein bisschen einiges, dann werde ich vielleicht nochmal ein Video dazu bringen. Ansonsten sollte es jetzt erstmal das gewesen sein mit dem Angezockt-Test-Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ich konnte euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen, ob ihr euch das runterladet oder nicht. Ich sage, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Sonnenschi, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Denkt dran, ihr seid die größten, schönsten und besten, aber das wisst ihr auch ohne mich. Also, bis dann, haut rein, ciao.